Ja, Maja und Mascha haben wir hier. In der Bikini-Klasse sind wir jetzt angekommen. Ja. Gut, sehr gut. Bikini 3, glaube ich, beide, ne? Ja. Bikini 3. Bikini 3. Du bist aber noch eine von den kleineren, oder? Ich bin klein und zart. Und du? Ich bin die Große. Bikini-Klasse ist natürlich, je nachdem, wie man Off-Season wirtschaftet, unterschiedliche Herausforderungen. Wie sieht das bei euch so aus? Seid ihr eher so Off-Season die Nascherinnen sozusagen? Ich bin schon sehr massig in der Off-Season, ja. Ja, ich habe so 17 Kilo abgenommen. In welcher Zeit? 7 Monate. Ne, stimmt gar nicht. 5 Monate waren es, ja. Ja. Und wie war das so? War eine Herausforderung, aber wenn man einmal angefangen hat, dann, und es hat halt gut funktioniert, ja, und dann war das Ganze in Ordnung, ja. Und jetzt nach dem Wettkampf sollen dann diese 17 Kilo wieder drauf, oder war das für dich eher so eine Art Life-Changing, ja, ich will jetzt ein neues Leben anfangen, bisschen, für Gott, da bekommen wir jetzt Gesellschaft, sind wir alle drauf, du musst jetzt aber deinen Namen nochmal reinrufen. Ich bin die Steffi aus dem NRW-Team und mache auch in der Bikini-Klasse 3 mit. Wir sprechen gerade darüber, dass sie ein neues Leben angefangen hat. Ja. Und das wird es weiter erzählen. Ja. Also ich möchte danach auf jeden Fall nur so 5 Kilo zunehmen. Ich möchte ja nächstes Jahr wieder starten und für mich war es auf jeden Fall eine ganz große Veränderung in meinem Leben. Ja, genau. Ich möchte da nicht wieder zurück, nein. Hast du auch 17 Kilo abgenommen? Nein. Bei mir waren es tatsächlich auch so um die 10 Kilo ungefähr. Aber also bei mir fällt das nie so krass auf, wenn ich Gewicht verliere. Weil du an bestimmten Stellen das dann genau. nur verlierst? Genau, also das meiste hat sich relativ gleichmäßig verteilt. Aber bei mir, ich verliere das meiste dann wirklich immer hier um meine Taille rum. Die ist dann zum Schluss halt nicht mehr vorhanden. Was ja nicht schlecht ist, aber genau. Ja, es waren ungefähr 10 Kilo, aber ja, ich denke mal so ungefähr, das werde ich auch wieder drauf haben. Das ist so das Ziel, weil ich bin jetzt deutlich zu leicht und ja, ein bisschen was drauf. Also dann, um Muskulatur auch weiter aufzubauen. Okay. Und Steffis Problemzonen liegen? Aktuell hoffe ich keine. Das ist ja alles in Vorbereitung gewesen. Aber generell, also musstest du auch, wir haben hier 10, 17 und wie viel musstest du runter? Das war echt auch fast so viel. Also ich hatte diesmal auch 15 Kilo jetzt am Ende. Ja, genau. Weil normalerweise hatte ich eigentlich vor 2 Jahren gesagt, ich höre auf. Und dann hat mich aber irgendwie mein Freund dann dazu gebracht, weil er selber auch startet und Diät gemacht hat, dass ich ja gesagt habe, komm, ich zieh mit. Und dann ist es am Ende so gut gelaufen, dass ich dann spontan doch noch mitgemacht habe. Warum wolltest du aufhören? Ich hatte eigentlich private andere, sag ich mal, Vorstellungen, was ich so mache. Also ich wäre wieder in die Heimat zurückgegangen und dann habe ich aber meinen Freund kennengelernt, wir sind zusammengezogen und so kam das dann. Genau. Weil ich dachte jetzt, privat andere Vorstellungen, da denkt man ja an vielleicht Kinder bekommen. Nee, da war ich noch Single und ich wäre wieder in die Heimat zurückgegangen. Das ist so nördlich von Berlin, noch im, ich sag jetzt mal, tiefsten Osten. Und da, genau. Und da wäre halt, sag ich jetzt mal, das einfach nicht mehr so hohe Stellenwert gewesen. Ne? Nicht mehr oberste Priorität und ja, dann hat sich doch alles so andersherum gedreht. Das ist schön. Ja, jetzt stehe ich hier und mach wieder mit. Unerwartet? Also, als ich die NRW-Meisterschaft, die Konkurrenz gesehen habe, also muss ich sagen, unerwartet, ja. Also es ist echt krasse Qualität. Man muss natürlich auch sagen, sie sehen alle toll aus, die Frauen. Wie ist das, wenn ihr so reinkommt in den Backstage-Bereich und seht dann die Konkurrenz? Ja. Also ich fühle mich tendenziell sowieso in der 3 immer sehr klein und dünn. Und wenn man hier reinkommt sowieso, also Deutsche bzw. im Herbst international ist immer mega starkes Feld und hohes Niveau, finde ich. Deswegen aber, ich finde es cool dabei zu sein und wenn man sich dann auch im A-Team qualifiziert, dann kann man darauf stolz sein, finde ich. Wenn du das A-Team qualifiziert, dann ist ja jetzt nur eine Durchgangsstation bis zur WM. Ja, wir gucken mal. Also klar, irgendwann ist das auf jeden Fall Ziel, aber ich bin immer noch Junior und das wird nicht meine letzte Saison gewesen sein, auf gar keinen Fall. Du hast ja noch viel Richtig. Zeit. Du hast auch noch jede Menge Zeit, oder? Ja, klar. Vielleicht? Der Oldtimer hier. Der Oldtimer, warum? Wie alt bist du? Ich bin letztes Jahr jetzt in der normalen Bikini-Klasse. Dann nächstes Jahr werde ich schon Masters. Ja, ich bin aber auch schon 29, also von daher.
Ja, ich meine, erstes Jahr. Ich bin noch in dem Bereich schon Zettel am C. Ja gut, der Masters ist ja bei den Frauen ab 35, was ich diskriminierend finde, weil mit 35 ist man ja noch... dass man da noch kein Master ist, oder? Ja, der Sprung ist sehr klein, von Junioren zu Master. Es ist nicht viel Zeit dazwischen. 13 Jahre, da hat man nur 13 Jahre Zeit, um quasi normal alt zu sein. Was denn? Nee, gar nicht. Alles gut. Ich bin auch schon lange in dem Sport dabei tatsächlich. Also ich hatte auch den ersten Wettkampf 2015 und 2016 dann. Und dann habe ich 3 Jahre Off-Season gemacht. 2015 und jetzt hast du noch bei den Junioren gestartet? Ja. Ich bin jetzt 23, ist mein letztes Jahr. Ja. Sehr gut. Dann, um euch jetzt nicht so davonkommen zu lassen, vielleicht können wir ein bisschen was von dieser Form sehen. Wenn ihr schon so viel abgenommen habt, dann müsst ihr das den Leuten auch zeigen. Und wir müssen es vor allem auch konservieren, weil wir haben ja gehört, das geht auch mal wieder dann in die andere Richtung von der Waage her. Und dann kann man wenigstens auf den Fotos und auch Videos nochmal sehen, wenn ihr hier euch kurz in den Posing-Bereich wählt. Und du, was hast du? Du hast nackt unten drunter oder was? Wie bitte? Ja, und? Ja. Ja, also solange keine Löcher in der Unterdingsbums sind, aber ist okay. Ja, wenn das passt. So, also Bikini Klasse 3. Jetzt gibt es so den ersten Vorgeschmack zwischen Maya und Mascha. Sehen wir dann, ob das den Kampfrichtern zu massig dann ist oder nicht, ob es gerade richtig ist. Oder klein und dünn. Und jetzt haut mal hier die Bikini-Posen raus. Das ist natürlich schon eingeübt, wie aus dem FF. Ja, vielen Dank, meine Damen Maya Schmidtger und Mascha Stutz. Morgen dann für euch hier in Bochum auf der Internationalen Deutschen Meisterschaft. Vielen Dank.